Also der Ort hat uns immer sehr gut getan oder von vornherein einfach schon gut gefallen, auch bei der Bürosuche. Ja, also diese Nähe zum Wasser, zum Donaukanal, diese Ebenen eben praktisch von der Hermingasse. Also auf der Stiege, da sitzt man extrem gern. Also wir sind grundsätzlich eben im Sommer oder sobald es halt halbwegs warm ist, ist diese Tür immer offen. Oder wenn wir am Abend dann noch ein Glas Wein trinken, bevor wir nach Hause gehen, sitzt man draußen. Also wenn ich zum Beispiel keine Reise definitiv geplant habe, bin ich ganz unglücklich. Weil man braucht immer ein Ziel irgendwie. Haben einmal einen Ausflug nach Brünn gemacht, zur Villa Tugendhat. Habe mir dann aus dem Souvenirshop ein Heferl gekauft, wo drauf steht, less is more. Und noch ein Heferl mit God is in the detail. Wie man sich in diesem Haus fühlt, das ist einfach zum Niederknien. Also das war für mich extrem inspirierend also da kommt man einfach aus dem Staunen nicht mehr raus. Ja, Reisen ist für mich sicher ein sehr wichtiges Thema, um auch neue Inspirationen einzuholen. Beziehungsweise Wandern. Ich gehe auch einfach wahnsinnig gerne wandern. Das macht meinen Kopf auch wieder frei. Ich liebe diese Weite von einem Berg hinunter und ich glaube, dass ich die beste Inspiration und die am besten den Kopf frei bekomme, am Berg zu stehen und einfach diese Weite zu haben. Da habe ich sehr große Glücksmomente. Ich glaube, was mich sehr stark fasziniert hat und was mich auch sehr inspiriert hat, ist eine Tempelanlage in Angkor. Dieser Ort war noch Architektur und hat einfach diese Zeit überstanden. Und dieses Thema der Nachhaltigkeit, das hat mich bei diesem Ort wahnsinnig fasziniert. Man sagt, okay, was ist vergänglich und wie schafft es ein Ort über so einen großen Zeitraum wahrscheinlich auch noch so viel stärker zu werden? Und was schaffen wir in der Architektur heutzutage? Würden wir das auch noch so hinbekommen? Wir versuchen schon immer die Dinge aufs Wesentliche zu reduzieren. Ja, also versuchen wirklich sehr verständliche, nachvollziehbare Architektur zu schaffen. Und das gelingt am besten, wenn man dieser Einfachheit treu bleibt eigentlich. Ja. Dass es einfach auch über viele Jahre oder Jahrzehnte, hoffentlich Jahrhunderte, die diese Kulturen dann genutzt werden, einfach noch nachvollziehbar bleibt. Erhaltenswürdig und vielleicht natürlich auch mit der Zeit sanierungswürdig und nicht abbruchreif. Und das, glaube ich, ist etwas vom Nachhaltigsten, wie man planen kann. Aber ich glaube, das Nachhaltigste ist, mit einem Raum einfach in einer gewissen Qualität umzugehen. Dass ich das, was ich einnehme, auch erhalten möchte. Also ich denke auch, dass Baukultur etwas ein Prozess ist, der sich nicht beschränkt auf einen Zeitpunkt. Ja, also ich würde Baukultur nicht immer nur eben als einen Vergangenheitsbegriff und dann als eine Reaktion definieren, sondern eigentlich eher als was Aktives, an dem man arbeitet, stetig.